was mich ermutigt? Wenn wir beim Fußball wieder gewinnen. Wenn es alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Die Familie zusammenhält. Mich ermutigt, dass wir immer noch alle gesund sind. Meine Kinder ermutigen mich jeden Tag aufs Neue. Die Rente. Die Rente? Eindeutig, ja. Alle aus meiner Familie. Bevor der Geburt, nee, ich muss jetzt mal notdenken. Wann bist du entmutigt? Wenn das Geld vom Chef nicht kommt. Wenn andere Leute mich absolut nicht verstehen wollen. Wenn meine Kinder sich nicht so benehmen, wie ich das gerne möchte. Wenn ich beim Zocken verliere. Entmutigen ist... Weiß ich auch nicht. Im Moment die gesamte Stimmung. Wenn das so weitergeht hier mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Weihnachten war leider nicht so, wie es sonst war. Mitmenschliche Beziehungen generell auf Corona bezogen. Weil wir eine riesen Familie haben und wir eigentlich alle nicht zusammen sein konnten. Das war sehr schade. Wenn man jemand Kraft raubt. Krankheit. Was weiß ich, wenn die Kinder den Weg dann nicht so gemacht haben oder so. Ich hab Angst. Ist das hier so dunkel drin? Ja. Ja, ganz schön dunkel, ne? Das war echt eine Entmutigung für dich. Ja, sehr. Für uns alle. Ja. Wo momentan einfach nichts vorwärts geht. Wir gehen immer nur Schritte zurück, wir kommen nicht vorwärts, weil einfach unser Leben feststeckt. Ist schon eine Enttäuschung dann, oder? Ja. Wenn ich mir wehgetan habe. Dass die Menschen ein bisschen mehr auf die Nachbarschaft achten sollten. Mich entmutigt es, wenn viele Rückschläge zusammentreffen und... In welchen Situationen seid ihr manchmal mutlos? Homeschooling. Das ist so ein bisschen... Homeschooling macht dich mutlos? Ja, das ist so... Das ist anstrengend. Schwer. Hat Elias mal zu mir gesagt, hier gibt es viele Wölfe und... Dann hast du gar keinen Mut mehr. Nee. Mutigen ist momentan nicht drin, weil wir können alle froh sein, dass wir unsere Arbeit behalten und so weiterleben dürfen. Was mich entmutigt, ist jedenfalls nicht das graue Wetter. Wie geht's weiter? Ne? So ja. Dieser Gedanke dahinter, so wie geht das jetzt weiter oder was? Oder mit wem? Wo kann ich mir Hilfe holen? Wenn ich hinfall. Was hat dich mal so richtig entmutigt? Damals, als ich klein war, da war es manchmal so, da konnte ich die Schulaufgaben einfach nicht schaffen, weil das waren für mich einfach so viele. Ich habe auf dem Sitz gesessen und zu Mama gesagt... Zum Beispiel bei Mathehausaufgaben. Und dann ging es einfach nicht mehr weiter. Und mein Kopf war fester entschlossen, ich würde es nicht schaffen. Und ich war die ganze Zeit der Meinung, nein, Papa, ich schaffe das nicht mehr. Mama, was ist, wenn wir hier sterben müssen? Schwere Erkrankungen in der Familie von meiner Mutter und meiner Schwester. Natürlich ist auch Traurigkeit eine Geschichte, die entmutigt. Verlust eines Menschen oder Krankheit. Mich entmutigt es, wenn viele Rückschläge zusammentreffen. Und das habe ich schon erlebt, ja. Familie war total entmutigt, als unsere Tante gestorben ist. Ich hatte mich manchmal die Enttäuschung von manchen Menschen, wo ich das nicht erwartet habe. Also starke Rückschläge entmutigen. Wenn ein anderer sagt, ich bin doof. Dass mein Auto nicht fährt, dass irgendeine Einstellung nicht stimmt. Dann muss die Werkstatt her, damit es wieder fährt. Es kann sein, dass meine Fußballmannschaft mit einer falschen Einstellung aufs Feld läuft und wir verlieren. Dann müssen Trainer und Spieler an der richtigen Einstellung arbeiten. Auf die Einstellung kommt es an, auf die richtige Einstellung. Und wenn das neue Jahr beginnt? Was ist deine Einstellung im Moment? Gehst du mutlos ins neue Jahr? Scheiß Corona, nebliges Wetter, ein Freund hat was Blödes gesagt. In der Schule oder bei der Arbeit Probleme, in der Familie gibt es Stress, Kirche ist langweilig, findet sowieso nicht mehr statt, die meisten treten aus. Und dann ist da noch eine ganz persönliche Entmutigung, aber die erzähle ich nicht jedem. Oder gehst du voller Mut ins neue Jahr? Hey, ich hab da was, das lässt mich nach vorne schauen, egal was kommt. Was ist deine Einstellung? Ermutigung oder Entmutigung? Ermutigung, das ist unser Thema heute. Wie gehe ich ins neue Jahr?
Toll, dass ihr dabei seid, vom Handy, vom Computer, vom Fernseher, in Ahlerstedt oder sonst wo. Wir sind miteinander verbunden. Vater im Himmel, ich freue mich jetzt auf diese Zeit mit dir. Und das Thema spricht mich an. Ich rutsche immer wieder ab in die Mutlosigkeit. Ich merke, wie es mir gut tut, wenn ich ermutigt werde. Heute möchte ich von dir etwas lernen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die mir hilft. Mein Glauben ist nicht perfekt. Ganz bestimmt nicht. Aber ich öffne dir jetzt mein Herz. Bitte sag mir etwas, was ich für mein Leben lernen und umsetzen kann. Die dazu etwas sagen. Wir lesen, wie andere Menschen einen fertig machen und uns den Mut nehmen. Wir lesen, wie man sich selbst mutlos macht, durch bestimmte Gedanken, durch innere Stimmen. Wir lesen, dass es einen ganz großen Entmutiger gibt, einen Durcheinanderbringer, einen Teufel, der umherschleicht wie ein brüllender Löwe. Wir lesen, dass Menschen sich gegenseitig Mut machen. Los, du schaffst das! Los, vertrau! Und am allermeisten lesen wir, wie Gott Mut macht. Er geht mit in die Situationen des Lebens und ermutigt. Seid mutig, sagt Mose, seid mutig. Geht in das neue Land, auch wenn ihr es nicht kennt. Geht hinein, auch wenn dort Menschen wohnen, die viel größer und stärker sind. Geht mutig und bringt Früchte mit. Seid mutig und stark, sagt Gott zu Josua, der tierisch Angst hat, das Volk ins neue Land zu führen. Sei mutig und stark, lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Es ist genug, ich kann nicht mehr. Ich bin, sagt der Prophet Elia, völlig erschöpft, völlig mutlos. Er hat gerade etwas ganz Großes erlebt, aber jetzt hat jemand einen kleinen Nadelstich gesetzt. Ich habe alles gegeben, mit so viel Eifer. Und jetzt
Jetzt bin ich allein übrig geblieben. Ich habe keinen Mut mehr. Gott, lass mich sterben. Sei mutig, sagt David zu seinem Sohn Salomo, als der einen neuen Tempel bauen soll und vor der Wahl steht, ob er es macht. Gibt es Widerstand in seinem eigenen Herzen oder von außen? Sei mutig, hab keine Angst, sei getrost und unverzagt und mache es, bis dein Werk fertig ist. Nach dem Krieg liegt die ganze Stadt Jerusalem in Schutt und Asche. Nehemia fängt an, die Mauer neu aufzubauen. Als die Mauer halb hoch ist, lesen wir, und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Gute Gemeinschaft ermutigt, dass sich die Tausenden von Christen aus ganz verschiedenen Ländern einigen, nach welchen Regeln sie leben, wird in Apostelgeschichte 15 als ganz große Ermutigung beschrieben. Dass Paulus nicht verzweifelt, obwohl er wegen des Glaubens an Jesus im Gefängnis sitzt, ermutigt die anderen Christen. Dass sie ihm Briefe ins Gefängnis schreiben und ihren Glauben weiterleben, ermutigt Paulus im Kerker. Verlästerte und Verfolgte, es gibt Witwen und Waisen. Es gibt Widerstand und Lügen, es gibt Hunger und Not. Aber dass die Christen in Liebe füreinander sorgen, ermutigt so sehr, dass immer mehr Leute Christen werden wollen. Und letztlich kommt die Ermutigung durch Menschen immer wieder von Gott selbst. 2. Thessalonicher 2. Gott, unser Vater, hat uns seine Liebe erwiesen und uns eine sichere Hoffnung geschenkt. Wir bitten ihn und unseren Herrn Jesus Christus, euch getrost und mutig zu machen und euch Kraft zu geben zu allem Guten in Wort und Tat. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Mann, jetzt hat die andere Mannschaft noch ein Tor geschossen. 3:0 und das genau vor der Halbzeit. Nur sitzen wir hier in den Kabinen und machen uns gegenseitig fertig. Das Spiel haben wir doch schon praktisch verloren. Wir sind total am Ende, mutlos. Unsere Moral ist gebrochen. Kennst du das, entmutigt zu sein? Wenn ich über Entmutigung nachdenke, dann habe ich spontan ganz viele Bilder vor Augen. Lesen in der Grundschule. Oh, gleich bin ich dran, dann muss ich lesen. Und wehe, ich verlese mich. Ich kriege ja schon einen roten Kopf, mein Körper wird ganz schwitzig. Und wieder verlesen. Ich kann das eben nicht so gut wie die Mädchen. Ich bin entmutigt. Eine Beziehung ist in die Brüche gegangen. Das hat so viel Kraft gekostet. Ich verstehe das einfach nicht. Warum kann ich mich so verlieben und dann doch gleichzeitig denken, es passt nicht? Ich bin sowas von frustriert und in einem schwarzen Loch. Meine Mutter, wie sie mir Mut macht, mit dem Satz, den sie früher schon als Kind gehört hat, immer tapfer vorwärts, Detlef, immer tapfer vorwärts. Und mein Vater, der mir Mut macht, mit dem Gedanken, du, diese Situation musst du ja auch vielleicht nur ein Jahr aushalten. Stell dir doch nicht vor, dass du das ewig musst. Der Mann, der völlig mutlos vor mir steht. Detlef, ich habe eigentlich nur Kumpels. Ich habe keinen Freund. Die Frau, wie sie da liegt, wie sie vertraut, wie sie in ihrer schweren Krankheit Gott vertraut und ein Vorbild ist für so viele Menschen, die zu ihr kommen. Und jetzt liegt sie da, ausgerutscht, krank, kommt nicht mehr hoch und ihr Mut ist gebrochen. Kennst du das, mutlos zu sein?
Der Grund ist vielleicht gar nicht das objektive Problem, sondern irgendwo in deinem Gefühl oder in deinem Gedanken oder in der Richtung, wohin du guckst. Es gibt tausend Gründe in tausend Situationen unseres Lebens, wo wir wieder mutlos sein können. Wie ist das bei dir? Da ist Elia, einer der mutlosesten, die es überhaupt gibt in der Bibel. Eben noch ein ganz großer Held und jetzt lebensmüde. Eben noch der große Sieger, jetzt es reichen kleine Nadelstiche. Was ist passiert? Das ganze Land vertraut Gott nicht mehr. Sie lügen und betrügen. Sie halten zu viel von sich oder zu wenig von sich. Sie basteln sich andere Götter, schnitzen sie sich aus Holz oder backen sie sich aus Lehm und fallen davor nieder und beten sie an, diese Götzen. Und der oberste dieser Götter ist Baal, ein Fruchtbarkeitsgott, ein Sexgott. Kein Wunder, dass sie ihm hinterherlaufen. Und Elia predigt im Auftrag Gottes, hey Leute, wenn ihr so weitermacht, dann rennt ihr in euer eigenes Verderben. Es ist nicht Gott, der euch fertig machen will, ihr selbst seid es. Und dann kommt es zum absoluten Showdown. Die Priester von diesem Baal-Gott haben ein Opfer vorbereitet und Elia hat auch eins vorbereitet. Und vor aller Augen soll es nun so sein, der Gott, der als erster das Feuer ankriegt, hat gewonnen. Und was passiert? Beim Baalsopfer passiert gar nichts, überhaupt nichts brennt, nicht eine klitzekleine Flamme. Aber bei Elias Opfer brennt es gewaltig und das, obwohl er vorher noch Wasser raufgegossen hat. Und daran kann doch nun wirklich jeder sehen, dies ist der wahre Gott. Und eigentlich könnte Elia nun stolz sein wie Oskar, aber er rutscht ab in eine Depression, könnte man sagen. Ich habe keinen Mut mehr. Ich will nicht mehr leben. Ich fühle mich so allein. Ich bin so fertig. Kennst du das? Du hast im Kampf gestanden. Du warst völlig überfordert. Du hast alles gegeben und ganz wenig geschlafen. Und jetzt bist du mutlos, dünnhäutiger, leichter anfällig für Kritik. Es reicht schon ein ganz kleiner Nadelstich. Die Königin hat gesagt, den Elia, den bringe ich um. Und obwohl eben noch deutlich wurde, dass der wahre Gott doch viel stärker ist, reicht diese kleine Bemerkung. Eben noch voller Feuer, jetzt ausgebrannt. Eben noch völlig begeistert, jetzt Burnout. Kennst du das? Da ist Josua. Er steht da ganz alleine am Ufer und hat keinen Mut mehr. Mann, was hat der alles erlebt mit Gott und mit Menschen und was für Vertrauen, aber er hat keinen Mut mehr. Er hat Angst. Er soll das Volk über den Jordan in das Neuland führen. Mann, lieber Gott, du hättest Mose fragen sollen, der hätte das gekonnt. Ich kann nicht sein Nachfolger sein, ich bin zu jung und ich kann das alles gar nicht. Und auf der anderen Seite, die Feinde, das sind Riesen. Die zermalmen uns wie weiche Kartoffeln. Kennst du das? Die anderen sind besser. Die hätten das gekonnt. Ich habe echt keinen Mut mehr. Das wunderbare Jerusalem. Das goldene Jerusalem. Diese Prachtbauten, dieser Tempel, da wo Gott wohnt. Da wo unsere Heimat ist, da wo man unsere Sprache spricht. Alles zerstört. Und unser Volk wurde weggeführt, so wie wenn man im Krieg nach Sibirien gefangen in ein Arbeitslager muss, mussten wir nach Babylon. Und dann nach vielen Jahrzehnten kommt, Archäologen belegen das, nach vielen Jahrzehnten kommt Nehemia und sieht diese Stadt in Schutt und Asche, unser geliebtes Jerusalem, unsere Heimat in Schutt und Asche. Und er denkt sich, das darf nicht sein. Das ist unsere Stadt. Das ist Gottes Stadt. Die muss aufgebaut werden. Und er fängt an, das Volk zu ermutigen. Los, kommt, macht ihr mit. Und es gelingt ihm. Sie fangen Feuer und sind ermutigt. Und was passiert? Das, was vielleicht immer passiert, wenn jemand eine neue Idee hat. Die Widersacher kommen.
die Feinde kommen. Interessant. Man hat vorher überhaupt nie ihren Namen gehört. Man weiß nicht, wer das ist. Aber sie können gut entmutigen, gut entmutigen. Das Erste, was sie machen dich fertig, sie machen dich klein. Och, guck doch mal, dieser ohnmächtige Jude da will eine Mauer aufbauen. Das Zweite, sie behaupten, dass dein Vorhaben unmöglich ist. Guck doch mal, diese Steine, die doch schon verbrannt sind, dieser Aschehaufen, wie soll der denn wieder lebendig werden? Sie machen dumme Sprüche, sie machen dich und dein Vorhaben lächerlich. Ach Mensch, wenn dein kleiner Fuchs auf die Mauer springt, dann wird die doch sofort umkippen. Als das alles nicht hilft, verschwören sie sich miteinander. Die, die bisher selbst Feinde waren, verschwören sich auf einmal gegen dich. Und dann fangen sie an zu kämpfen mit Gewalt. Sie arrangieren ein Treffen und laden Nehemiah dazu ein. Hey, komm, Nehemiah, wir haben ein wichtiges Treffen. Und sie wollen ihn weglocken von seiner Arbeit, um dann den Bau zu zerstören. Die nächste Taktik ist, ihm Egoismus zu unterstellen. Nehemiah, du willst wohl selber König werden, wa? Und dann was ganz Fieses. Sie bestechen Leute, die im Auftrag Gottes etwas gegen sie sagen. Sie manipulieren die Kirchenmänner. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und ja, was mich ermutigt? Mein Mann und... Und Heike ist die, die dich am meisten ermutigt, oder wer? Auf jeden Fall. Ich glaube, mein Papa und meine Mama. Heike ermutigt mich am allermeisten. So. In großem Stil meine Kinder. Meine Kinder. Dass wir alle gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir keine Not leiden müssen, dass wir alle Arbeit haben und... Die sagen immer, du bist toll. Ja. Wo man nach vorne blicken kann und das macht Mut. Auf die Frage, was mich in der Trauersituation nach dem plötzlichen und völlig unerwarteten Tod meines Papas Mitte August ermutigt, musste ich erstmal einen Moment drüber nachdenken und das letztendlich eigentlich selber für mich reflektieren, um das in Worte fassen zu können. So, Herr, was mobbt die Maut? Ja, mich mobbt eigentlich Maut, wie schon immer verrückt kriegen. Ich muss mich selbst Mut mogen, damit das immer wieder geil. Was ermutigt dich? Mein Freund hier, der ermutigt mich. Muss jetzt mal notdenken. Nun, was hilft gegen Entmutigung? Wenn du entmutigt bist, wenn du dich total down und mutlos fühlst, vielleicht kannst du einen Tipp irgendwo entdecken. Was hilft Elia? Erstmal, dass er weglaufen darf und sich in einer Höhle verkriechen darf. Dass er mal so richtig ausschlafen darf, dass er mal nicht mehr muss, dass Gott ihn durch Raben mit Essen versorgt, dass er frische Luft hat und dass er Gott sein Herz ausschütten darf. Dass er ihm sagen kann, du, ich bin lebensmüde, ich würde am liebsten gegen Baum fahren, ich habe keinen Mut mehr. Ich fühle mich sowas von allein. Und dann schenkt Gott ihm im Gespräch eine neue Perspektive, einen neuen Blick. Ein Blickwechsel und erste Schritte, so langsam. Einen neuen Auftrag. Was hilft Josua, dem Mann, der da am Ufer steht und nicht rüber will in Feindesland, in Neuland? Ihm hilft, dass Gott immer und immer wieder zu ihm sagt, sei mutig und stark, lass dich durch nichts erschrecken. Das steht da in so vielen Versen. Und seit über 20 Jahren ist das der Spruch, der am allerhäufigsten bei mir genommen wurde, als Taufspruch oder als Konfirmationsspruch. Um den Leuten Mut zu machen, mehr Mut zu machen als Kopf hoch, wird schon wieder, streng dich an, so ist das Leben. Sondern dass Gott mitgeht. Und Gott stellt ihm einen Freund an die Seite, einen, der richtig vertraut, Kaleb. Und Gott sagt ihm, du musst jetzt nicht die ganze Schlacht denken. Du musst jetzt nicht den ganzen Kampf denken. Jeder Schritt, den du auf Neuland setzt, jeder einzelne Schritt, den du dir vornimmst, ich will dich begleiten und ich werde dir Sieg schenken. Ich schenke dir eine neue Perspektive. Es fällt richtig auf, immer wieder, wenn Feinde kommen, wendet er sich im Gebet an Gott und
und schüttet ihm seine ganzen Gefühle aus, wie man einen Eimer Wasser ausschüttet. Und macht sich klar im Gebet, Mensch, Gott ist doch viel größer als meine Feinde. Und je größer ihm Gott wird, desto kleiner wird ihm das Problem. Und sie bauen weiter. In der einen Hand eine Maurerkelle, in der anderen Hand eine Waffe, um die Feinde zu bedrohen. Und im Herzen ein Gebet. Und als die Feinde weglocken wollen von seiner Aufgabe, sagt er, dies ist ein großes Werk. Es geht dir nicht um irgendetwas. Es geht dir darum, dass Gott etwas auf Erden tun will. Was siehst du? Einen schwarzen Punkt? Dann schau noch einmal hin. Einen schwarzen Punkt? Oder ist es ein schwarzer Punkt auf weißem Papier? Und das Weiß ist viel, viel mehr und viel, viel größer als das Schwarz. Ich glaube, das passiert bei den Frauen und Männern der Bibel. Wenn sie mutlos sind, dass sie sich nicht hineinbohren in den schwarzen Punkt, sondern einen Blickwechsel vollziehen. Wie Frau mag mich Maut. Meine Kinder ermutigen mich jeden Tag aufs Neue. Die ermutigen mich positiv an die Sachen ranzugehen, in die Zukunft zu schauen. Ich war die ganze Zeit der Meinung, nein, Papa, ich schaff das nicht mehr. Ja, Papa hat sich 10 Minuten dazu gesetzt und schon war ich fertig. Dadurch, dass sie da sind, dass sie sich freuen, dass ich mich freue, wenn sie jeden Morgen gut gelaunt aufwachen und sich freuen, dass Mama vor ihrem Bett steht. Und ich kann jetzt sagen, es ist im Grunde die Anteilnahme und das Mitgefühl, was wir einfach gespürt haben. Kurze Nachrichten. Ja, er ist da, der schwarze Punkt. Aber es ist ein schwarzer Punkt auf dem weißen Papier der Gnade Gottes. Es ist ein dunkler Fleck meines Lebens, mitten in den weißen Versprechen, die Gott mir immer wieder gibt. Ja, es ist stark, aber Gott ist stärker. Ja, ich hab's verbaselt, aber Gott hat mich wunderbar gemacht und gibt mir eine neue Chance. Ja, er ist gestorben, aber im Himmel wird Gott erklären, warum er ihn schon jetzt haben wollte. Ja, wir haben Corona, aber es geht uns weitaus besser als denen, die 1900 geboren sind und etliche Kriege vor sich hatten und kaum zu essen. Ja, du hast vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht und es treten auch viele aus. Aber es ist immer noch Gottes Kirche, die er schon seit 2000 Jahren durch die Geschichte führt. Und es ist immer noch der Ort, wo Menschen getröstet werden und Hoffnung haben über den Tod hinaus. Wenn deine inneren Erfahrungen dich irgendwie dazu gebracht haben, einen Vertrag zu schließen mit der Entmutigung, dann fang heute an und schließ einen Vertrag mit Gott, der dein Ermutiger sein will. Gott, ich stelle mir vor, wie du ständig im Himmel überlegst, hey, wie kann ich Kendra Mut machen? Wie kann ich Linus helfen, dass er vertraut? Ich stelle mir vor, wie du uns ständig im Himmel anfeuerst. Johanna, du bist wunderbar. Geh voran, Rainer. Was hilft mir, wenn ich mutlos bin? Es hat mir geholfen, dass meine Mutter damals sagte, immer tapfer vorwärts. Wo ich nicht mehr glauben konnte, hat sie für mich mitgeglaubt. Meine Mutter musste durch sehr viele schwierige Lebenssituationen hindurch. Und solche Sätze sind in Not gewachsen. Und ich habe ihr vertraut. Und darum hat dieser Spruch etwas bei mir bewirkt im Herzen. Und dass ich mir das Dunkle nicht in Ewigkeit vorstellen muss, sondern erstmal nur ein Jahr eine bestimmte Situation ertrage, dieser Ratschlag meines Vaters hat mir geholfen, weil ich ihm vertraue. Es hat mir schon auch geholfen, was Alexa mir schickte. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und diese Sprüche helfen mir, weil ich Erfahrungen mit ihnen gemacht habe. Und so darf ich denken, wenn sich doch in der Vergangenheit Probleme gelöst haben, die für mich unmöglich erschienen, warum nicht in der Zukunft? Und es ist auch eine Frage, wer mir einen solchen Spruch sagt.
In der alten Luther-Übersetzung steht manchmal das Wort siehe. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Siehe. Siehe heißt, guck da mal hin. Guck nicht immer nur in die Richtung, guck in die Richtung. Denn wo du hinguckst, das beeinflusst dein Denken. Und was du denkst, beeinflusst dein Herz. Die Mitte deiner Persönlichkeit. Siehe, so beginnt auch dieser Spruch. Siehe, sei getrost und unverzagt. Sei mutig und stark. Lass dich nicht grauen. Lass nicht zu, dass dieses Grauen über dich kommt. Sei mutig und unerschrocken. Geh voran, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und ich werde dich durch alle Höhen und Tiefen ans Ziel führen im Himmel. Unser Zusammenhalt in der Familie, dass dann einer für den anderen da ist und der Zusammenhalt in der Familie, das ist es eigentlich, ja. Telefonanrufe, ganz liebevoll geschriebene Trauerkarten. Du sollst gleich was trinken. Besuche, das war die Umarmung, die es dann auch mal gab. Das macht mich dankbar und dafür stehe ich jeden Morgen gerne mit gutem Gefühl auf. Und diese Situation ist für uns alle lieb. Er hat mir Mut gemacht. Unsere Familie, unsere Männer, unsere Kinder machen uns Mut. Ja, ganz viele Menschen, mit denen ich zu tun habe. Mit seiner eigenen Familie, ich habe ein kleines Kind, einen Mann. Und mir könnte es nicht besser gehen. Und dass wir gesund sind. Ich habe einen Glauben. Aber wir sollten die Hoffnung nicht abgeben. Mama, du schaffst das. Wie auch meine Schwestern. Einfach mehr Schwung. Und zack. Oh, sieh das. Und da kommt auch irgendwann eine andere Tiefe. Ich freue mich auf das, was kommt. Und dass die irgendwann ja, weitermachen, ne? Die Welt retten vielleicht. Wir haben jetzt keinen Krieg und nichts. Wir können einkaufen, wir könnten noch Buben gehen, an die frische Luft und ermutigt. Ja, und wir mit der Beste und morgen. Es kommen wieder bessere Tage. Und ist das gut, dass Marat hier auch ist? Ja. Sowohl in der Zeit relativ kurz nach dem Tod natürlich, aber auch jetzt, gerade in den letzten Wochen, wo es um die Weihnachtsgrüße ging, um die guten Neujahrswünsche. Und irgendwann happy Lichtblicke, wo alles wer anders war. Dieses einfach dran denken, das hat mir irgendwie ganz viel bedeutet. Weil die habe ich auch am meisten lieb. Was auch irgendwie noch besonders schön war, ist neben dem Mitgefühl von den lieben Freunden und von den engen Bekannten, war es aber eben auch einfach Anteilnahme von Arbeitskollegen und auch von mittlerweile entfernten Bekannten, wo dann plötzlich eine Karte herkam, wo man schon ganz lange keinen Kontakt hatte. Ermutigt haben wir die Gebete mit Gott und Jesus. Das hat mir total viel bedeutet und eben auch Kraft gegeben. Gib dir mein Leben und was mich bewegt. Vater, ich brauche deine Ermutigung, wenn ich die Stimmen der Menschen im Nacken spüre, die mich runterziehen. Ich brauche deine Ermutigung, wenn in mir selbst Stimmen sind, die mir nicht gut tun, die sich aber irgendwann mal in meinem Herzen festgesetzt haben. Ich brauche deine Ermutigung,
wenn der große Feind wie ein brüllender Löwe umherschleicht und ich vergessen habe, dass du stärker bist. Ich brauche deine Ermutigung, wenn mich Trauer umgibt, wenn ich das Leben nicht mehr verstehe und auch wenn ich dich nicht mehr verstehen kann. Ich brauche deine Ermutigung bei der Sache, die ich nicht jedem erzählen würde. Ich möchte es für mich ganz persönlich hören. Sei mutig und stark. Lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Mein Auto muss die richtige Einstellung haben, damit es gut fährt. Meine Fußballmannschaft muss die richtige Einstellung haben, um zu gewinnen. Ist meine Einstellung für 2021 Ermutigung oder Entmutigung? Manchmal hilft es, sich selbst zu ermutigen. Los, ich schaff das. Ich habe im Leben schon so vieles geschafft. Manchmal hilft es, wenn andere mich ermutigen. Los, du bist gut. Los, du schaffst das. Aber der größte Ermutiger ist Gott. Er hat uns gemacht und er weiß, wie wir funktionieren. Er kann uns ermutigen durch Menschen und Geschichten in der Bibel, durch das Gebet und auch durch seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.